It's going to be a wonderful year. Dann wird's ein wunderbares a year Jahr. Of hope ein Jahr der and Hoffnung surprises. Und von über der Überraschung. Year of signs and wonders. Ein Jahr der Zeichen und der Wunder. Year of growth. Ein Jahr des Wachstums. Year of expectation. Ein Jahr der Erwartung. Year of health. Ein Jahr der Gesundheit. And success. Und Erfolg. Year of harvest. Ein Jahr der Ernte. It's going to be a wonderful year. Es wird ein wunderbares Jahr werden. But be careful. Aber achte darauf. Be careful of deception. Achte, dass du nicht in die Irre geleitet Don't wirst. Follow the crowd. Folge nicht der Masse. Wahrheit. If you really want something. Wenn du wirklich etwas möchtest, If you really want something, wenn du wirklich etwas möchtest, you will go for it. Dann wirst du dich auch danach ausstrecken. If you really, really want it. Wenn du das wirklich, wirklich haben willst, Anything that you want in this life, alles, was du haben möchtest in diesem Leben, If you really, really want it, wenn du das wirklich, wirklich haben möchtest, first thing is you will go for it. Das Erste ist, du musst dich danach ausstrecken. The same thing with the things of God. Und genauso ist es auch mit den Dingen Gottes. God is a loving father. Gott ist ein liebender Vater. But he doesn't impose himself on us. Aber er drängt sich uns nicht auf. You see, he put gold under the, er hat das Gold under the soil. Unter die Erde getan. He put diamond er hat Diamanten under the ground. Unter die Erde getan. Why don't you just find diamond just Warum findest lying du nicht around? Einfach Diamanten rumliegen? You see, God wants you Gott hätte gerne, to develop, dass du to develop. Dich entwickelst. Yeah, he wants you to grow. Er möchte, dass du wächst. He wants to communicate with you. Er möchte mit dir kommunizieren. In his own standard. Auf seinem Standard. Not in your standard. Nicht auf deinem Standard. And to be able to do that, und dazu in der Lage zu sein, you das have to zu grow, tun, you have to be musst developed. Du wachsen, du musst dich weiterentwickeln. Spiritually, geistlich. And generally you have to und grow. Generell musst du wachsen. And if you really want it, und wenn du das wirklich möchtest, you have to go for it. Dann musst du dich danach ausstrecken. If your relationship with the Lord wenn deine Beziehung mit dem Herrn is so important dir so wichtig you, ist, you will go for it. Dann wirst du dich danach ausstrecken. You will do everything du wirst alles tun, to get it. Um das zu bekommen. It's not enough just es reicht to know nicht, what the Bible says. Nur zu wissen, was die Bibel sagt. You must experience du musst das erleben, what the Bible says. Erfahren, was die Bibel sagt. If you don't, wenn das nicht so ist, it's like a theory. Dann ist das wie eine Theorie. And it doesn't work like that. Und so funktioniert das nicht. But it will not happen aber das wird nicht geschehen, just like that. Einfach so. You must go for it. Du musst dich danach ausstrecken. You have to meditate. Du musst meditieren. You have to stick to it. Du musst da dran kleben. Then God will start to manifest himself und dann through wird you. Gott sich manifestieren durch dich. That is how you should live your life so solltest next du dein year. Leben nächstes Jahr leben. Anything you have dreamt of about the things of God. Anything you have dreamt of about alles, the things of God. Alles, was du bis jetzt dir erträumt hast in Bezug auf die Dinge Gottes. Now you can go for those things. Jetzt ist die Zeit, dich danach auszustrecken. Take time. Nimm dir Zeit. Be heavenly minded. Sei auf den Himmel ausgerichtet. Halleluja. Halleluja. Don't find yourself complaining. Befinde dich nicht in einer Situation, wo du dich beschwerst. Criticizing. Wo du kritisierst. Try to Versuche, know it better. Es besser zu machen. You don't see that with Jesus. Das findest du nicht bei Jesus. Because you will destroy your faith by complaining. Denn wenn du dich beschwerst, zerstört das deinen Glauben. Because it means frustration, right? Das ist
ist ein Ausdruck von Frustration. But when you go for the Lord, aber wenn du dich ausstreckst nach den Dingen Gottes, when you allow him to flow through you, wenn du zulässt, dass er durch dich fließen kann, then you will become the blessing carrier, right? Dann wirst du der, der den Segen trägt. Halleluja. Halleluja. I want to show you a scripture. Ich würde euch gerne eine Schriftstelle zeigen. This is what you should do next year, right? Und das ist das, was du nächstes Jahr tun solltest. They asked Jesus. Sie haben Jesus gefragt. They ask him, sie haben ihn gefragt. Tell us, sag mal. What are the signs, was sind denn die Zeichen of your second coming? Deiner Wiederkehr? What are the signs? Was sind die Zeichen? Because Jesus said, denn Jesus hat gesagt, back, dass er wiederkommt. They said, tell us, dann what haben are sie the gesagt, signs? Sag uns mal, was sind die Zeichen deiner Wiederkunft? Number one thing Jesus said, als erstes sagt Jesus, be careful of deception. Seid vorsichtig vor Täuschung. Be careful of deception. Seid vorsichtig, dass ihr nicht getäuscht werdet. In Matthew 24, can somebody read it for me? Kann jemand für mich mal Matthäus 24 lesen? Matthäus 24, from I. Okay, you want to read it? Ja, kannst du von uns lesen, ja? Matthäus 24, 1. Ja. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Ja. Jesus aber sprach zu ihnen, okay, seht ihr nicht dies alles? Mhm. Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht, okay, abgebrochen wird. Ja. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft, ja, und das Ende der Weltzeit sein? Okay, weiter. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Okay. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Okay. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Okay. You see, the first thing he said, das Erste, was er gesagt hat, be careful that you are not deceived. Seid achtsam, achtet darauf, dass ihr nicht getäuscht werdet, in die Irre geleitet what werdet. I'm telling you now, was ich euch jetzt hier gerade sage, take it seriously. Nehmt das bitte ernst. Take it nehmt das ernst. Take it seriously. Nehmt das ernst. Everybody can be deceived. Jeder Mensch kann getäuscht werden. Take it seriously. Nehmt das because ernst. Jesus said, denn Jesus hat gesagt, be careful of deception. Seid achtsam in Bezug auf Täuschung. Because they will tell you there's another Christ. Denn sie werden euch sagen, es gibt einen anderen Christus. It doesn't necessarily mean, das bedeutet nicht automatisch, a religious person, dass das ein religiöser Mensch it ist. Means another solution to das life. Bedeutet eine andere Lösung in Bezug auf das Leben. Another solution beside Jesus. Eine andere Lösung neben Jesus. A very logic explanation. Eine logische Erklärung. He's telling you, er sagt euch, be careful. Achtet, seid achtsam, passt auf. Work. Denn das wird nicht because deception funktionieren. Will create manipulation, right? Denn Täuschung ist die Grundlage der Manipulation. And division. Und der Spaltung. And fear. Und der Angst and pressure. Und des Drucks. And that's what we have all around und us. Das haben wir rund um uns herum. They are trying to redefine everything. Sie versuchen redefine. Alles zu drehen und neu erscheinen zu lassen. You know what I'm saying. Ihr wisst doch, wovon this ich rede. Is for real. Das ist doch die Realität. If you are born again, wenn du von neuem and geboren you look bist into your heart, und du schaust in dein Herz, you will know something is wrong somewhere. Dann wirst du sofort merken, hier stimmt irgendwas nicht. Jesus said, Jesus hat gesagt, don't be deceived. Lasst euch nicht täuschen. The only way that you cannot be deceived, die einzige Möglichkeit, nicht getäuscht is to zu werden, always to be in God's word, ist immer in Gottes Wort to zu be sein, prayerful, voller Gebet and to listen to your spirit. Und immer auf deinen Geist hören. You could be deceived. Du kannst getäuscht werden. You know?
weißt du? The devil, denn der Teufel ist ein Accuser, ist ein Ankläger, ist ein Adversary. Das ist einer, der sich gegen etwas stellt. Er wird dich attackieren. Er wird versuchen, Verdammnis zu dir zu bringen und Schuldgefühle. Er wird versuchen, dich durcheinander zu bringen. So is the master of deception. Er ist der Meister der Täuschung. The devil is the master of deception. Er ist der Meister der Täuschung. And his voice is loud everywhere. Und seine Stimme ist überall laut. So, if you are entering 2024, wenn du also in das Jahr 2024 hineingehst, just know your heart. Weiß Bescheid in deinem Herzen. I am not going to be deceived. Ich werde mich nicht täuschen lassen. I have God's word for, ich habe for Gottes it. Wort. Are you listening? Könnt ihr das hören? Okay, I am looking at time, but I see I have 5 minutes, right? Ich schaue mir gerade schon die Zeit an. Ich habe okay. Noch kurz Zeit. 5 minutes. Let me show you another scripture. Ich zeige euch jetzt noch eine andere Schriftstelle. You cannot say you have heard God's word enough. Du kannst nicht sagen, ich habe schon genug, ich kenne schon Gottes Wort gut genug. Have you read Old Testament? Habt ihr das Alte Testament gelesen? Is anybody ist jemand have you read, hier, der das Alte Testament gelesen hat? You remember? Erinnerst du dich? Moses. Erinnerst du dich an Moses? In the wilderness. In der Wüste. God allowed them to have manna in the wilderness. Gott hat erlaubt, dass sie Manna in der Wüste hatten. You remember that? Erinnert ihr they euch were daran? Fed with manna, right? Sie wurden genährt durch Manna vom Himmel. And Jesus came later, und after Jesus many years. Kam viele, viele Jahre später. Then he said, I am er the gesagt, manna that comes ich from heaven. Bin das Manna, das vom Himmel kommt. And the problem is, und das Problem ist, in the Old Testament, they were not allowed to eat that manna or to keep the manna for the next day. Und das Besondere war, dass dieses Manna nur einen Tag gegessen werden konnte. They cannot retain it. Sie konnten es nicht konservieren. So that means God's word, also Gottes Wort, is for every day. Ist für jeden Tag. What you have received today from God, was du heute von Gott empfangen hast, you cannot say it's enough. Da kannst du nicht sagen, das reicht. Because God's word is food. Denn Gottes Wort ist Nahrung. You need it every day du to brauchst keep es strong. Jeden Tag, du brauchst jeden Tag Gottes Wort, wenn du stark sein willst. Halleluja. Halleluja. Are you listening? Könnt ihr das hören? Like I am speaking to you now. Denn so wie ich jetzt gerade the zu manna euch spreche, kommt dieses Manna zu dir. And it's the word is strengthening you. Und dieses Wort gibt dir Kraft. Halleluja. Halleluja. So, Lukas 22, 31. 31, ja. So, komm, wir haben noch mal lesen. Da kannst du, Manu, willst du vor mich lesen? Noch mal lesen. Okay. Ja. Yeah. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Okay. Willst du selber lesen? Willst du lesen? Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Okay, but you notice the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Der Herr hat gesagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. But look at number 32. Und da guckt euch mal 32 was an, er gesagt hat. Was er da gesagt okay. Hat. Okay. Können wir lesen? Können wir es alle lesen? Okay. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder.
Did you see that? Seht ihr das? He's talking about his faith. Er spricht hier von seinem Glauben. Because the devil wants to destroy his faith. Denn der Teufel will seinen Glauben zerstören. He said, I have prayed for you. Und er hat gesagt, ich habe für dich because gebetet. The devil is trying to sift denn der you Teufel versucht, like dich zu sichten wie den Weizen. To sift you like a wheat. Dich zu sichten wie den Weizen. But he said, I have prayed for you. Aber er hat gesagt, ich habe für so dich gebetet, that your faith damit doesn't dein fail. Glaube nicht aufhört. The most valuable things in your life das Wertvollste in deinem Leben is your faith. Ist dein Glaube. That is what the devil is after. Und da ist der Teufel hinterher. And Jesus said, und Jesus hat gesagt, be careful of deception. Achte auf Täuschung, Verführung. And Jesus said, und Jesus hat gesagt to Peter, zu Petrus, I have prayed for you, ich habe für dich gebetet, because Satan has desired, denn Satan will to sift you like dich a wheat. Sichten wie Weizen. But he said, I have prayed, aber er sagt, ich habe gebetet, so your faith doesn't damit fail. Dein Glaube nicht versagt. Can your faith fail? Kann dein Glaube versagen? Yes. Ja. If devil comes, wenn der Teufel kommt, to sift you like a wheat, dich zu sichten wie Weizen, you can fall. Dann kannst du fallen. What does that mean? Was to bedeutet sift das? You like a wheat? Zu sichten wie den Weizen. It means das bedeutet, to separate something. Etwas trennen. But you see the old wheat. Der ganze Weizen. You have to separate the chaff, du musst die Spreu vom Weizen trennen, genau. Exactly. What you need is the grain, right? Du brauchst doch den Weizen. So the valuable thing in that also das Wertvollste an diesem Getreide ist das Korn. And you have to separate them. Und du musst sie trennen. So the devil want to sift Peter. Und der Teufel will Petrus trennen. He wants to shake him. Er möchte ihn erschüttern. To destroy his faith. Er möchte seinen Glauben take zerstören. His faith out. Er möchte ihm den Glauben rausnehmen. You think we are still there? Seid ihr noch da? Devil is an accuser, right? Der Teufel ist ein Ankläger. But the Lord has prayed for us. Aber der Herr hat für uns gebetet. But you have to stay in faith. Aber du musst im Glauben stehen. That is what you should do next year. Das musst du nächstes Jahr. It's going to be a wonderful year. Dann wird's ein wunderbares a year Jahr. Of hope ein Jahr der and Hoffnung surprises. Und von der Überraschung. A year of signs and wonders. Ein Jahr der Zeichen und der Wunder. Year of growth. Ein Jahr des Wachstums. Year of expectation. Ein Jahr der Erwartung. Year of health. Ein Jahr der Gesundheit. And success. Und Erfolg. Year of harvest. Ein Jahr der Ernte. It's going to be a wonderful year. Es wird ein wunderbares Jahr werden. But be careful. Aber achte darauf. Be careful of deception. Achte, dass du nicht in die Irre geleitet don't wirst. Follow the crowd. Folge nicht der Masse. Halleluja. Halleluja.